Bro, der hat einfach mein Leben verändert. Nie zu vergessen, dass zu Glück auch schlechte Zeiten gehören und zu Yin auch Yang. Aufgewacht, Mail bekommen, na schon der Crow. Ich so, den kenn ich. Nee, ich hab's. Neun Achtel Takt, Alter, da kannst du nicht mal mitzählen. Moin zusammen und moin, Bad Chief. Das geht, alles gut. Hi. Ja, und bei dir? Alles den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen, soweit. Virtuelle Songtinder-Premiere für dich jetzt? Songtinder-Premiere, Kennenlernen-Premiere, so viele Teamview-Premiere, alles Premiere. So viele Premieren zusammen. Eine Frage ist aber immer gleich beim Songtindern am Anfang. Inwiefern ist Tinder-Erfahrung vorhanden bei dir? Ey, ich muss leider sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Tinder benutzt. Noch nie die App runtergeladen und noch nie. Also Tinder und ich haben uns noch nie kennengelernt. Dann haben wir noch eine Premiere. Noch eine, ja, voll. Ich freue mich auch. Das Freue mich auf Prinzip Swipen. ist ganz einfach, genau, swipen. Ich spiele dir ein paar Songs vor. Wenn du sie magst, dann einfach schön mit Liebe auf das grüne Herz swipen und wenn sie aus irgendeinem Grund nicht so viel Liebe bekommen sollen, dann auf das rote X. Dann lass uns zusammen auf deinen allerersten Song draufhören. Bro, hab ich dich schon erwischt? Madlib und Dilla und The Illest. Ja, safe, Bro. J Dilla und Madlib, was soll ich dir sagen, ey? Wenn es ein Herz nach dem Herz gibt, kriegen die alle. Shit. Das war meine erste Vinyl, die ich mir gekauft habe. Von Champion deinem Song. Taschengeld, was du dann damals bekommen hast? Boah, da war ich 13 und habe Zeitung ausgetragen. Von dem Cash habe ich mir ein J Dilla T-Shirt gekauft und ein Champion Sound J-Lib Vinyl. Wie lange musstest du da dann drauf hinsparen oder wie viel Zeitung musstest du dafür austragen? Boah, das war ein 80er Monat, glaube ich. Also, so ein Monat. Ja, Mann, aber Aber es war ein Legendary Sound. warum wolltest du dir ausgerechnet oder unbedingt das als erste Vinyl kaufen oder sag ich mal so als Musik, die man unbedingt haben will? J Dilla ist so ungefähr der krankeste Produzent für mich gewesen. So. Da gibt es das eine Shirt, das hieß J Dilla Changed My Life oder so. Dieses Iconic Shirt. Bro, das war so. Wow, das war einfach Facts. Der hat einfach mein Leben verändert. Wegen dem habe ich safe mich so in Produzieren reingehängt und Mucke gemacht und so ein Shit. Das war sehr prägend, der Typ. Wann hat zum ersten Mal jemand anderes gemerkt und wer, okay, der Junge oder du bist ein bisschen tiefer in Musik und auch so in dem Produzieren und so drin, als es vielleicht normale 13- oder 12-Jährige sind? Ich denke, safe irgendwie in meinem engeren Kreis ist so meine Fam, weil ich bin aus der Schule gekommen und saß halt in meinem Zimmer. Ich hatte nicht mal, ein, ich habe mein Bett, der Platz, wo mein Bett stand, ich habe die ganze Zeit mein Bett immer so hochgelegt. Also es lag, war nur eine Matratze auf dem Boden. Und ich habe die Matratze immer so vom Boden weg, damit ich mehr Platz habe für mein Equipment. Und dann nachts den Tisch wieder verschoben und meine Matratze wieder hingelegt. Das heißt, das war mein Main Ding. So. Ich habe nur noch das gemacht und habe mein ganzes Leben darum gebaut so. Also ich habe das über meinen Schlaf gestellt und über meine, weißt du, das war einfach so alles. Und ich glaube, mein Dad hat irgendwann gemeint so, okay, Quincy Jones, hör mal auf jetzt den zu machen so, sondern kümmere dich ein bisschen um die Schule und so. Und dann war ich so, ja, okay, cool. Aber ich meine ernst. Und irgendwann, als er gemerkt hat, ich meine es ernst, dann war es auch cool. Ich habe den nächsten Song für dich. Den wirst du kennen, den musste ich mit reinnehmen. Okay. Ja. Ich weiß, ich hab so viel gefehlt. Tut mir leid, es war nie wirklich da. Ist nicht immer alles easy. Yes. Ich bin triumphant unterwegs. Doch wär mal gerne eins. Und glaub mir, Wie viele grüne Herzen gibt's? Bro, das ist wahrscheinlich. Das ist crazy. Das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Crow-Song. So. Safe. Also, safe. Einfach dieser emotionale Wert. Der hat mich angerufen, dass ich auf Tour, also Booking-Agentur hat mich angerufen, ob ich mit Karl auf Tour gehe im Dezember 2017 oder so. Und dann, ich habe ja nie Crow wirklich gehört. Kannte auch jetzt seinen Scheiß nicht irgendwie. Und dann habe ich mal das neue Album True kam da gerade raus. Und ich habe dann das erste Mal im Dezember, Ende Dezember True gehört.
und habe diesen Song gehört. Und boah, ich weiß noch, wie irgendjemand saß neben mir, einfach so dieses Fass geweint. Und ich war so, okay, krass, krass. Ich habe nicht gedacht, dass Crow so eine Mucke macht jetzt. Und dann war ich auf Tour und der Song geht nur um Tour. Das ist das Tour-Life, weißt du? Mhm. Und dann habe ich das so erlebt und gelebt. Und dann war das plötzlich so real und so zutreffend. Und ich habe den Song noch voll verstanden. Und boah, es war krass. Geisteskranker Song. Wirklich mein All-Time-Favorite-Crow-Song. Obwohl da viele dabei sind, die krass sind. Und der ist wirklich sehr special. Nimm uns noch mal ganz kurz mit dahin, als in deinem Kinderzimmer das Handy geklingelt hat, als du angerufen wurdest und gefragt wurdest, ob du mit auf Tour gehen möchtest. Also stell mal ganz kurz nach, was du gesagt hast und was da am Telefon gesagt wurde. Boah, das war echt auch eine durche Situation, weil ich hatte an dem Tag in die Schule geschwänzt und lag im Bett, so über kalt draußen, aber so Schnee. Und dann lag ich im Bett, hab gepennt und mein Handy klingelt. Und mir wird es so gereicht. Und ich gehe nur so ran, weil es war eine unbekannte Nummer. Ja. Und ich gehe ran. Und dann ist so, sagt er irgendwas. Und ich war schon so auf dem Modus, okay, ich muss jetzt einen auf krank machen. So, weil Schule ruft an. Schon mal und dann, kurz. Und dann war das von Chimperate, der live vom Booking, einer, der gefragt hat, ja, hey, ich habe die Nummer von Chelo, also von dem DJ, der eigentlich mitgehen sollte. Ja. Der war in LA irgendwie verhindert und hat mich empfohlen. Auf jeden Fall haben die dann gefragt, ja, hast du Lust, mit Carlo auf Tour zu gehen? Und ich wusste nicht, was ich damit, wer das ist. So. Die haben nicht Crow gesagt, sondern Carlo. Und ich war so, egal, Tour klingt geil, let's go. Und dann habe ich, eigentlich war es das schon. Ja, gib mir deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir die Details. Und ich so halb schlaf versucht, meine E-Mail-Adresse noch zu geben. Aufgelegt, weitergepennt, aufgewacht. Mail bekommen und dann stand da Crow. Ich so, ups. Den kenn ich. Aber das bedeutet also, ja, eigentlich wärst du mit jedem mit auf Tour gegangen, der in dem Moment angerufen hätte, oder? Ja, ich habe jetzt, weißt du, das ist ja, auch außerdem in dem Moment, das ist so ein Ding von, wie weit, inwiefern glaubt man das? Ja, so. Das stimmt. Also in dieser Szene, in dieser Industrie ist es ja oft so, du sagst dazu und da ab und da Dings und hier ist das in Planung und Ding. Und am Ende des Tages, du weißt nicht, was passiert. Ich meine, Corona ist das beste Zeichen dafür, dass du gar nichts weißt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Also war ich dann eher so auf, ja, alles cool. Ich sag jetzt mal ja, weil klingt cool, Tour und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, weißt du, safe. Und dann habe ich das gelesen mit Carlo, habe so meinem Bruder und meinem besten Homie Bescheid gesagt, aber auch sonst niemand. Das erste Mal, dass Leute davon erfahren haben, in meinem Umkreis war, als ich auf Tour war, an dem Tag, wo ich wusste, ich fliege, so, da habe ich das erste Mal so Story gepostet oder so. War krass. Okay, ich habe den nächsten Song für dich. Kennst du ihn? Also safe. Und ich glaube, ich... Herzen, ja? Ja, Herz. Weil der erinnert mich so an... Der erinnert mich so an so Basketballspiel, Einlaufmucke so. Deswegen ist so... Das ist so irgendwas Geiles passiert gleich. Genau, so, das ist tatsächlich die Mucke, die gelaufen ist, so zur Hochzeit von Michael Jordan, als er bei den Bulls, bei den Chicago Bulls war. Und das war Alan Parsons Project und das war die Einlaufmusik, die da immer kam. Absolut, siehst du, gleich gefühlt. War Jordan für dich, du hast ja auch sehr, sehr gut Basketball gespielt, also du spielst immer noch gut, aber auch auf einem professionelleren Level. War das für dich auch so eine Ikone oder ist es? Oder sagst du, ja, ist okay? Ich meine, der sollte für jeden eine Ikone sein und nicht einfach ja okay sagen, so weißt du, ich meine. Ja. Jeder, der einen Michael Jordan Schuh an den Fuß trägt, für den sollte es eine Ikone sein. So. Zeig, komm, hast du an, oder? Nee, ich hab's. Yeah. Okay. Als du dich dann für dich so entschieden hast, okay, ich gehe jetzt voll auf die Musik und weniger in den Sport,
fiel dir diese Entscheidung sehr leicht oder hast du seitdem auch immer wieder darüber nachgedacht, wo du so gedacht hast, okay, Basketball, das könnte wahrscheinlich auf jeden Fall klappen, Musik weiß ich nicht. Also ich war 13, 14, 15. Das war so mein größtes Problem. Also nicht mein größtes Problem, aber so einen der größten mentalen, persönlichen, abgesehen von Dingen, die man sonst hat. Weißt du, Issues. Mhm. Ich habe echt lange drüber nachgedacht, weil beides mir wichtig war und beides geil und so. Dann habe ich mich entschieden, obwohl ich Musik noch nicht mal aufgelegt habe, in Clubs groß oder Perspektive hatte zu irgendwas, sondern es war einfach nur, beim Basketball war es ganz anders, da war Perspektive auf alles da, so, weißt du. Aber da habe ich gemerkt, so, mir geht's nicht um Geld, mir geht's nicht um Erfolg und Fame, sondern ich will das machen, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht, so, weißt du, ich meine. Ja. Und deswegen weiß ich, dass Musik die Entscheidung sehr ehrlich war und dass meine Tensionen in dem Game jetzt immer noch genauso sind. Ehrlich, ich bin mit einer Erwartung reingekommen, glücklich zu sein und nicht, um reich zu werden. Okay. Ich habe den nächsten Song für dich. Alter, nur Swipes heute. Nur Swipes. Ja, mal gucken, wir gucken noch. Du hast es natürlich erkannt. Ja, das die ist Leute draußen vielleicht noch nicht. Das ist mein Gute-Nacht-Lied gewesen, Alter. Also. Wirklich? Das war dein Gute-Nacht-Song? Also halt die ganze, so, damit bin ich morgens aufgeregt worden. Ach so, weil dein Papa das zu Hause quasi permanent gespielt hat. Der ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall für mich die meist komplexeste Musik, die ich jemals miterleben durfte. Das so 9/8-Takt, Alter, da kannst du nicht mal mitzählen. Das ist musikalisch auf so einem Level, das verstehen die wenigsten. Aber trotzdem tanzbar und krank, einfach nice. Genau, das war dein Papa zusammen mit der Bantu Jazz Connection. So heißt die Band oder die Combo, mit der er das in dem Fall jetzt zusammengespielt hat. Und du hast schon gerade gesagt, total komplex. Dein Vater spielt Percussion und ist da auch extrem gut drin und ist ein sehr, sehr guter Musiker. Wie einfach fällt dir das dann, wenn du das siehst, dich selbst auch als Musiker zu bezeichnen? Ist das dann immer so ein bisschen so ein Charme? Mach ich nicht. Ich bezeichne mich nicht als Musiker so. Ich bezeichne mich als Künstler, aber nicht als Musiker, weil ich weiß, was es bedeutet. So, weißt du? Und ich weiß, was dahinter steckt. Und da bin ich sicher noch nicht so. Ich weiß, dass ich Musik mache so und liebe so und alles dafür tue und viel im Studio bin und bla bla bla. Aber und auf eine gewisse Art vielleicht, ja, bin ich es auch, aber nicht auf dem Level, wo jemand einfach vor dir steht und sagt, ich bin Musiker. Ich bin Künstler so. Ich versuche Kunst zu machen mit dem, was ich tue, mit egal, was ich tue, weißt du? Rap, ja. DJ, auflegen, Klamotten, Stühle designen. Aber Musikermann, der Typ, mein Vater, so, der ackert seit keine Ahnung wie lang. Schämen ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich finde gerade kein anderes. Aber geht dir so manchmal der Gedanke durch den Kopf, dass es dir fast unangenehm ist, wie schnell das jetzt auch bei dir gegangen ist und wie schnell das einfach alles nach vorne gegangen ist? Nein. Er ist mein Vater, so der. Ich weiß ganz genau, der würde am liebsten wollen, dass ich nächste Woche Wembley-Stadion voll mache. So. Da gibt es nichts mit Charme. Das ist alles für die Familie, weißt du, ich meine? Das ist alles für uns alle so. Und egal, was er hatte in seinem Leben, hat er mir gegeben. Und egal, was ich habe in meinem Leben, werde ich ihm geben. So. Ich will eigentlich nur, weißt du, mit ihm da rein und mit ihm alles machen. So. Ich habe den nächsten Song für dich. Das ist der hier. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Alles geht ganz leicht, musst nur nach vorne schauen. Träume nicht dein Leben. Da spekuliere ich jetzt auf den X. Alles geht ganz leicht, hab zu dir Vertrauen. Ich kenn das von mir selber. Okay.
ich glaube, daher, dass ja jetzt so mein Song Tinder ist so und es jetzt für mich nichts wäre, Safe X. Ja, also, aber hey, Respekt geht raus an den, wer war das? Das war John Prisco, heißt er. So ein John, mach weiter, Leute feiern dich bestimmt. Wird auf jeden Fall. Schon ein bisschen älterer Herr, macht so ein bisschen was in Richtung Country und so. Also ja, ich habe es vor allem deswegen auch noch mit reingenommen. Bitte? War deutsch, oder? Ja, es war deutsch, genau. Also. Der deutsche Titel, Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und geiler Titel, Mann. Genau, und ich habe den deswegen auch mit reingenommen, diesen Song, weil wahrscheinlich gibt es wenig so Kalendersprüche oder Zitate, die abgegriffener sind als das. Aber mir ist ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen, um irgendwie so dein aktuelles Leben zu beschreiben, oder? Und schon kriegt er fast ein Like, Alter. Oh Gott. Nee, doch, ja, safe. Ich meine, hey, das ist auf jeden Fall, der Traum heißt auf jeden Fall nicht, nichts dafür machen und nichts geben dafür, sondern der Traum heißt wahrscheinlich, wenn ich ihn lebe, was ich glaube, was ich tue, alles zu geben, hart zu hustlen und nie zu vergessen, dass zu Glück auch schlechte Zeiten gehören und zu Yin auch Yang. Jetzt gucken wir kurz auf die andere Seite. Gibt es überhaupt irgendwas, was gerade in deinem Leben scheiße läuft oder wo du gerade sagst, das ist Kacke? Immer. Immer, jeden Tag, immer. Wahrscheinlich genauso viel wie die Dinge, die gut laufen, aber es, glaube ich, geht mehr darum, auf welche Seite man sich konzentriert. Und was ist quasi gerade dein Problem, wenn du sagst, es gibt jeden Tag und immer irgendwas? Boah, gerade wohne ich seit gefühlt 3 Monaten im Hotel, Digga, und hätte gerne einen Kleiderschrank. und eine Küche, die mir gehört. So. Aber weißt du, das ist auch kein Problem. So. Das sind einfach nur Dinge, die halt gemacht werden müssen, sich ändern. Das ist alles cool. So. Hat alles seine Zeit, weißt du? Ich bin da, wo es am meisten Sinn macht. Batschi, vielen Dank für Songtinder. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht dir. War voll nice. Danke dir, Mann. Und, ja, sehr gerne. Es ist mir eine Ehre, bei dir in deiner Show gewesen sein zu dürfen. Sehr gerne. Ehre zurück. Und wenn euch das auch Spaß gemacht hat beim Zugucken, dann, ihr kennt das Spielchen, wie immer gerne ein Abo dalassen, liken und gerne kommentieren. Gibt es einen Vorschlag von dir, was die Leute gerne unter dem Video bei YouTube kommentieren können, sollten, müssen? Ja, welcher Song hat euch von all den Songs am besten gefallen? Genau, Songs sind immer nochmal unten verlinkt auch unter dem Video. Da können wir auch nochmal nachlesen. Okay, dann. Sehr gut, machen wir. Und ich sage nochmal danke und bis die Tage. Bis die Tage. Rein, ja. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.